Und damit, hallo Leute und herzlich willkommen zu Hello Neighbor Alpha 4 jetzt. So, ihr habt es gesehen, wir haben wieder ein Intro. Wir haben gar kein eigenes Haus mehr. Okay. Okay, hier ist eine Brava, hier ist ein Spiegel, wollte ich gerade sagen. Ein Fernglas natürlich. Okay, also wir sind jetzt hier in dieser Version und ja. Hallo und herzlich willkommen zu Alpha 4. Ich bin komplett lost. Nee. Also was ich auf jeden Fall bin, ich bin ein bisschen krank. Vielleicht hört man es auch, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich ein bisschen erkältet vom Lager. Ich bin jetzt zurück, ja. Ich würde sagen, wir machen es wie immer. Das Haus ist ja scheinbar immer noch das gleiche. Oder sieht zumindest sehr ähnlich aus. Wir erkunden das jetzt mal. Mal gucken, was es hier drin so gibt. Und wir brauchen wieder eine Keycard und einen Hammer bzw. ein Brecheisen. Aber ich glaube, in dieser Version, genau, ist die Keycard nämlich eingefroren. Okay. Man kann jetzt... It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Ja, lol, das war so komplett. Hat uns direkt gecatcht. Ja, ja, es gibt jetzt aber auch immerhin wieder Tag. Auf jeden Fall gehen wir jetzt nochmal rein und versuchen mal. Oh mein Gott. Scheiße, Leute. Ah, oh, stimmt, ich glaube, in dieser Version kann man jetzt aber in den Fahrstuhl, oder? Hier oben ist ja. Alter. Oh mein Gott. Hier oben ist ja so viel mehr. Jetzt ist auch dieses Bild da, das ich meinte in der letzten Version. Genau. Oh. Ja gut, stimmt, die Puppen sehen jetzt auch anders, ne? Okay, auf jeden Fall, da können wir jetzt dann auch rein. Also es gibt auf jeden Fall viel Neues. Aber ich glaube, es ist auch noch relativ viel gleich. Oder ja, hier ist safe auch immer noch dasselbe. Okay, ist tatsächlich auch noch der Schrank. Okay, ich dachte, da ist jetzt auch was anderes, aber nee. Okay, kommen wir einfach gar nicht weiter, alles klar. Hier oben brauchen wir immer noch den blauen Schlüssel. Da oben ist noch alles same, ja. Okay, ja, es klopft auch noch. wir gehen mal hier oben rein. Da, okay, da sind die Bilder noch transparent, alles klar, Digga. Hier was? Nee. Von hier habe ich actually nicht mehr so eine krasse Ahnung. Was ist hier? Ah, hier kommen wir einfach hier raus. Nice to know. Hier geht es jetzt auch rein halt. Ja, das ist wirklich alles das same. Ah, stimmt, jetzt kann man hier, glaube ich, so rein, oder? Ja, genau, hinter dem Schrank durch. Oh, das war jetzt dumm. Ah, stimmt, jetzt gibt es auch hier diese Wohnung, die ich gerade verfehlt habe. So, was gibt's hier? Hier gibt es nichts. Gibt's hier... Oh, gibt es einen Schlüssel hier irgendwo? Okay, scheint aber nicht der Fall zu sein. Was ist das? Achso, das ist einfach eine Wand, lol. Oh, oh. Oh, lol. Das ist jetzt natürlich unpraktisch. Ja, toll. Ich weiß gar nicht, bin ich ein bisschen leise? Das kann sein, ne? Okay, es gibt auf jeden Fall trotzdem ein paar neue Sachen. Viele Sachen sind aber auch noch gleich. Und in dieser Version können wir einen goldenen Apfelbaum pflanzen. Also der Baum ist nicht goldig, aber wir können hier einen Apfelbaum pflanzen und der hat einen goldenen Apfel hier in diesem Plot. Die Mülltonnen sind jetzt übrigens, wie ihr hier auch seht, anders. Wir können jetzt gar nicht mehr reinhüpfen. Ich weiß gar nicht, war das in der letzten Version auch schon so? Also es ist ja... Was sind das für Partikel? Also es ist ja schon länger so, dass man nicht mehr rumfliegen kann, aber dass sie jetzt anders noch modelliert wurden, ist neu. Ich glaube hier hinten... Genau. Das hier ist auch noch ein Secret. Das werden wir uns aber später anschauen. Das ist jetzt nicht von Nutzen. Den Fahrstuhl könnten wir öffnen. Das können wir machen. Ich weiß auch nicht, gibt es hier wieder die Magnetpistole? Ja, eigentlich muss hier, oder? Entweder hier. Nee, die ist da, glaube ich, hier vorne, oder? Nee. Hä? Magnetpistole? Hä? Gibt es die nicht mehr? Also es gibt sie safe noch, weil sonst könnten wir diesen einen Ort gar nicht erkunden, aber scheinbar ist sie nicht mehr hier. Also ich finde sie auf jeden Fall nicht, deswegen gehen wir jetzt erstmal einfach wieder weg. Genau, hier brauchen wir jetzt allerdings, genau, für den Schalter zu treffen, brauchen wir etwas Kleines. Wir holen kurz irgendwie einen Schuh oder so, das eignet sich am besten. Und hier so eine Banane oder so. Apfelding. Werfen jetzt die Bananenschale. Wir haben verfehlt. Ja. Okay, rauf da. Ciao. Vielleicht ist es auch etwas dunkel hier. Oh oh. Hä? Bruder. Geh auf hier. Oh mein Gott, okay, ich bin durch. Wie gesagt, also ich bin halt ein bisschen unverplant und alles mögliche. Ich habe jetzt mal den Dings ausgemacht. Ich weiß gar nicht, ist der für den Kühlschrank? Ich glaube, oder? Und hier können wir jetzt dann auch rüberspringen und zum Kinderzimmer da drüben, genau. Leute, wir kommen hier sogar aufs Dach. Okay. Wir kommen sogar jetzt dann hier unten hin, stimmt. Also es gibt auf jeden Fall viel mehr Neues als in der Alpha 3. Auch fertige Sachen halt. Aber die Eisenbahn gibt's, glaube ich, immer noch nicht. Nein, noch scheiße. Oh, man kann jetzt auch an Fallschaden sterben. Das Ding ist, ich glaube, der Generator war wirklich für den Kühlschrank, weil das Kabel hier geht hier nach oben. Vielleicht haben wir heute schon eine Keycard. Dann müssen wir nur noch die Crowbar holen. Und die ist ja hier oben. Also ich weiß nicht, ob sie in dieser Version auch noch hier oben ist. Aber ich glaube. Oh. Ja, wir haben die Keycard. Zack. Ich versuche jetzt einfach ins Ending zu kommen. Oh Gott, ey. Mein Herz, Bruder. Ey, ja, wir können das wirklich noch versuchen. Wir machen die Key... Oh, ich dachte schon, die ist jetzt auch wieder durch den Boden gefallen. Wir machen die mal ganz kurz hier rein.
Dann ist hier safe hier drin. Wir machen das runter. Dann wissen wir, dass es safe ist. Dazu kommt, dass ich jetzt nochmal hochgehe. Gehe hier mal rein. Egal, auch wenn er mich handelt, ist gerade nicht so wichtig. Kommt der eigentlich hier auch hoch? Oh Gott, ich gehe ja runter, lol. Kommt der auch hoch? Nee, oder? Aber wir können doch gar nicht ganz hoch, okay. Nein! Oh mein Gott! Ey, wieso hat er einfach den Fahrstuhl losgelassen? Also er ist einfach runtergesprungen. Oh, hallo Nachbar, ich... er ist auch ein bisschen chilliger drauf, ne? Er ist nicht mehr so schnell. Okay, wir versuchen es einfach direkt nochmal. Okay, ich glaube, es hat gerade eine Falle ausgelöst, also er hat mich nicht gecatcht, das ist gut. Okay, wir sind drin. Es ist heikler, als ihr denkt. Hier oben kann man dann auch noch hin, aber das ist jetzt gerade nicht das Ziel. Wir müssen jetzt kurz auf die Schienen, genau. Jetzt können wir, glaube ich, hier vor... Hilfe. Was mache ich jetzt? Oh, lol, ich bin befreit, okay. Wir gehen hier kurz auf dieses Dach und wir fallen runter, alles klar, Digga. Oh mein Gott, wie viel Glück muss man haben, dass ich auf dem scheiß Mast gelandet bin. Okay, ist aber egal. Wir gehen hier jetzt ganz kurz entlang. Ich glaube, wir müssen hier rein. Und dann kann man... Wenn man warten... Ja, nee, jetzt können wir hier durch, genau. Aber das Brecheisen... Ah doch, hier ist ja das Brecheisen. Ach genau, das war ja so heiß. Waking up like hello, feeling so mellow. Fresh about the shower, but there's nothing on my schedule. Mother effer, what it do? My steez be the swaggiest, fits real clean, but my flows be the nastiest.